euch vorbereitet habe. Dieses Training ist ganz speziell für diejenigen, die ja schon so ein kleines bisschen reingeschnuppert haben, aber noch so ein bisschen Sorgen haben, wie funktioniert der Karriereplan, wie funktionieren die ersten Steps und all diese Geschichten. Ganz kurz zu mir, Jörg Wittke, 55 Jahre jung, alt wie ihr möchtet, live aus Dubai eingewählt, wie ihr mitten habt. Ich wohne seit mittlerweile 8 Jahren mit meiner Gattin und unserem Jüngsten hier am Arabischen Golf und habe mich logischerweise deswegen auch mittlerweile auf das Online-Arbeit konzentriert, was sensationell funktioniert, wenn du die richtige Firma hast. Und das ist halt das größte Problem, was wir heute haben. Und deswegen lasst uns über die Dinge sprechen, die wichtig sind, zum Beispiel ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, weil das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich immer wieder angesprochen bin. Ja, aber was ist der Unterschied zwischen euch und den anderen? Da habe ich gesagt, wir können es belegen. Das ist also eigentlich so die Hauptargumentation, die man immer wieder kommt. Ja, aber das ist jetzt die Firma und das hört sich auch ganz toll an. Und dann ist halt meine Argumentation in erster Linie immer, hey, die Chance, dass die das erste Jahr überleben, liegt bei unter 10%. So, und wenn du dein Geld da drin hast und die sind dann weg, das ist doof, aber das ist nicht ganz schlimm, das ist ja nur dein Geld. Aber wenn du schon Leute ins Geschäft gebracht hast und die haben dir vertraut, dann ist die Firma plötzlich weg, wie in den vergangenen, weiß nicht, 18 Monaten schon sicherlich mit 20 Firmen, die mit einem riesen Hype gestartet sind, die plötzlich eines Morgens einfach nicht mehr online sind. Das ist dann richtig blöd für dich, für deine Kontakte und dann brauchst du normalerweise im Vertrieb gar nichts mehr zu machen. Möglicherweise hast du dann auch irgendwann Post vom Anwalt in deiner Briefkasten. Das ist alles ein bisschen dumm. Und das liegt ganz schnell passiert, das, wenn man auf die falschen Leute hört. Und da sind wir ein bisschen anders geartet. Wir reden über Zahlen, Daten, Fakten und ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist das, was ich euch nämlich jetzt zeige. Ich gehe nämlich jetzt mal hier in die Bildschirmübertragung und werde euch einfach mal ein paar Dinge belegen, die ich immer belege, wenn ich gefragt werde, ja, aber Jörg, was ist denn der große Unterschied und wie kann ich denn wirklich sicher sein, dass der BitClub seriös ist, dass der BitClub langfristig ist? All diese Dinge, die sind sehr leicht zu belegen. Ja, ich gehe jetzt mal gerade eben schwupp hier in die Bildschirmübertragung. Und jetzt bin ich, das müsst ihr sehen, das wartet, dauert keinen kleinen Moment, jetzt müsstet ihr es sehen. So, jetzt bin ich hier in der auf blockchain.info. Ja, also Hauptseite hier, das ist die Frontseite vorne, blockchain.info, das hat sich jetzt alles so ein bisschen geändert. Da muss ich so ein bisschen suchen, wo finde ich das? Jetzt gehe ich mal gerade eben live hier runter. Danke. Oh, schöner Einstieg hier so. So, dann gehe ich hier auf Explorer. Explorer, das sind die Miner. Ja, so. Da sehen wir zum Beispiel hier gerade auf der Frontseite, die letzten Blocks, die gefunden wurden, werden immer hier vorne gezeigt. Vor 2 Stunden und 14 Minuten, vor 2 Stunden und 28 Minuten, das ist lange her. Normalerweise kommen immer alle 7 bis 10 Minuten kommt ein solcher Block zutage. Ja, die letzten sind jetzt schon über 2 Stunden hier. Hier kann ich sie jetzt alle angucken. Wenn ich jetzt gehe, auch sehen Sie mehr. Dann sieht man hier alles, welche die letzten Blocks gewonnen haben. Ja, da sehen wir wieder Big Club Network. Da sehen wir wieder Big Club Network. Ich gehe jetzt mal auf den letzten Big Club Network Platz hier. Das ist der letzte Block, der vom Big Club Network gemeint wurde, der erwischt wurde. Und da sehen wir hier am Datum, sehen wir 22.10., 22.22., 22. Das ist jetzt heute, 4 Blocks heute. So, gestern waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vorgestern waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also das ist dann so ein bisschen Glückssache, wie viele haben wir, was man hier dann immer den Menschen so erklären kann, wenn die sagen, ja, aber sind die wirklich und so weiter. Diese Seite hier, blockchain.info, zieht die Daten direkt aus der Blockchain. Ja? Das kannst du nicht irgendwie manipulieren oder was auch immer, sondern diese Daten, die ziehst du direkt aus der Blockchain. Jetzt klicke ich mal hier drauf und jetzt ist der letzte Block. Ja? Das ist der letzte Block mit dieser Nummer, den wir bekommen haben. In diesem Block sind vorhanden 1935 Transaktionen, weil das ist ja im Grunde die Hauptarbeit von uns Minern, ja, was unsere Maschinen, diese Rechner, in die wir als BitClub-Member ja investieren, ja, diese Rechner vollführen diese Transaktion. Müller schickt 1,479 Bitcoin zu Meier. Ja, diese Transaktion, die muss verifiziert werden und so weiter und in diesem Block sind 1935 drin. So,
sehen wir hier das gesamte Volumen, geschätztes Transaktionsvolumen, all diese Geschichten. Dann sehen wir, BitClub Network hat diesen Block erhalten. So, jetzt scrollen wir ein bisschen weiter runter. Und jetzt sehen wir, dass hier, schawupp, klicke ich mal drauf, in diesem Block 14,01 Bitcoin drin waren. Wir wissen aber, ein Block hat 12,5 Bitcoin. Also jeder Block, der rausgegeben wird, der quasi geschürft wird von einem Miner, hat von Hause aus 12,5 Bitcoin drin. Dazu kommen aber Transaktionsgebühren. Im Durchschnitt kommen wir auf etwa 15 Bitcoins pro Block, die wir erhalten. So, und das hier ist die Adresse, wo diese Bitcoins jetzt drin gelagert werden. Und das ist das Konto von BitClub Network. Ja? So, und jetzt kannst du sehen, gesamt haben wir 61.553 Bitcoins geschürft, erhalten, durch unsere Rechner erwirtschaftet. Und aktuell liegen auf diesem Konto noch 13.389. Klicken wir hier unten auf diesen grünen Knopf, Klick, dann seht ihr, dass wir gesamt seit Januar 2015 einen Gegenwert von 367 Millionen erwirtschaftet haben mit unseren Rechnern und aktuell liegen noch 80 Millionen auf dem Konto. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Erklärung, um den Leuten zu zeigen, hey, diese Firma ist da, sie ist solide. Du kannst dann immer nachgucken, hier gibt es diverse Charts und so weiter, wo du dir noch anschauen kannst, wie viel Prozentsatz am Weltmarkt haben wir und so weiter. Aber ich möchte hier gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Wichtig sind diese Daten, dass man den Leuten sagen kann, hey, ihr müsst erstmal eine Firma haben, die mal 3 Jahre on the road ist. 3 Jahre lang sauber jeden Tag sauber abrechnet, jeden Satoshi an Provisionen und an meinen Ergebnissen auch tatsächlich auszahlen. Und damit sind wir sehr, sehr einzigartig auf dem Weltmarkt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Information, die wir hier haben. Ich gehe jetzt wieder zurück in die Präsentation und möchte an dieser Stelle Freigabe beenden. Einfach nochmal den Hinweis geben, wenn ihr in die Diskussion kommt, dass die Leute sagen, ja, aber diese Firma und jene Firma, dann geh hin und sag, wie alt ist die Firma? Ganz oft, ich habe also jetzt zum Beispiel 2 oder 3 Mal, habe ich das schon erlebt, dass die gesagt haben, ja, die Firma ist auch 3 Jahre da. Dann haben wir einfach mal geguckt, wann die Webseite live gegangen ist und die war, ich glaube, 7 Monate alt. Aber die erzählen, wir sind 3 Jahre auf dem Markt. Ja, und wenn du dann in diese Firmengründungsdaten gehst und alles Mögliche, das Problem ist, dass du in der heutigen Zeit, dass da echt viele unterwegs sind, die sehr, sehr clever sind und die eine Geschichte ziemlich perfekt vorbereiten. Russ hat uns in Mabea alle eine Firma mal so ein bisschen auseinandergepflückt, einen Coin, den du kaufen kannst durch einen Vertrieb und wo dann gesagt wird, hey, wir haben hier eine Exchange, da kannst du genau nachgucken, wie viel unser Coin gehandelt wird. Da kannst du jeden Tag diesen Coin kaufen und verkaufen. Ich will jetzt nicht sagen, um welche Firma es sich da dreht. Kannst du aber den Coin bei uns direkt über die Firma kaufen in Form von Mitarbeiterpaketen, da kriegst du den sogar noch 10% günstiger als auf dieser Handelsplattform. Ja. Und dann hat Russ uns das mal auseinandergepflückt und hat uns belegt, wie der Umsatz auf dieser Plattform zustande kommt. Also auf der Plattform wird ein Umsatz gedreht im Wert von, ich glaube, was waren das? 167 Bitcoin am Tag, was viel ist, ja. Dieser Coin, um den es ging, waren 164, ja, und ein Bitcoin waren dann andere Altcoins, also da war null Bewegung und die Käufer und Verkaufer, das waren immer dieselben Konten. Das heißt, da wurde wirklich von Inhabern, ja, kann man davon ausgehen, von dem einen Konto zum anderen Konto einfach mal verschoben, 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 verschoben. Und dadurch wurde einfach ein künstlicher Umsatz kreiert, wo man dann zeigen konnte, hey, riesen Umsatz in unserem Coin, 165 Bitcoin pro Tag werden da gehandelt. Das ist alles nur Augenwischerei. Wenn du aber nicht weißt,
wo du dir diese Informationen dann rausziehst und dann wirklich mal nachvollziehst, was sind da für Verbrecher oder Kriminelle am Werk, die einfach Geschichten erfinden, um eine künstliche Nachfrage dazu kreieren. Leute, das ist gefährlich. Deswegen, wir handeln mit Bitcoin. Wir handeln mit unserem eigenen Clubcoin, den du auf Bittrex kaufen und verkaufen kannst. Wir handeln mit, beziehungsweise wir meinen, ja, wir handeln ja gar nicht, Blödsinn, was ich erzähle. Also wir produzieren Bitcoin, aber wir produzieren auch Monero, kannst du an sämtlichen Exchanges handeln. Wir produzieren auch Ethereum, kannst du an sämtlichen Exchanges handeln. Ethereum Classic, Zcash. Das heißt, wir arbeiten ausschließlich in dem Bereich Hardware. Wir sind in wenigen Monaten sind wir in dem Bereich CoinPay unterwegs, was ja auch ein interessantes Thema ist. Da komme ich jetzt zu dem nächsten Punkt. Bitcoin ist weit mehr als nur Bitcoin Mining. Das ist auch wichtig, dass ihr das A selber verinnerlicht und B auch kommuniziert, weil wir sind nicht nur im Bitcoin Mining unterwegs, Freunde. Natürlich Mining. CoinPay ist ein mega Thema. Wer das Interview mit Russ, einem der Mitbegründer, vor anderthalb Wochen hier bei mir im Büro gesessen hat, wer das gesehen hat, wir haben es auf diversen Kanälen, haben wir das hochgeladen, wo er erzählt hat, also Anfang nächsten Jahres wird das losgehen, das ist fast ein Jahr verzögert, gehen wir damit live. CoinPay ist eine Zahlungsapplikation, wo wir es jedem Händler draußen auf der Welt ermöglichen, Bitcoins und unseren eigenen Clubcoin zur Zahlung zu akzeptieren. Und das ist ein wahnsinniger Vorteil gegenüber Visa und Master zum Beispiel. Der Händler zahlt bei Visa und Master bis zu 3,5%, bei uns bezahlt er 1%. Bei Visa und Master wartet er bis zu 12, 16 Wochen auf sein Geld, bei uns ist das Geld sofort da. Wenn er sagt, ich will aber keine Bitcoins oder Clubcoins haben, dann kann er das sofort instantly umtauschen in seine Landeswährung, die er möchte. Und von den 1% an Gebühren, was wir nehmen, gehen 50%, die Hälfte, in den Vertrieb. Mit CoinPay rechnet das Unternehmen nach Start innerhalb von 5 Jahren mit 5 Milliarden Jahresvolumen. Das könnt ihr euch vorstellen, was da für Gebühren anfallen und was da an Provisionen erwünscht wird. Wir sind an CoinPay beteiligt. Wir bekommen CoinPay Shares, Anteilseigner von Founder.com hat CoinPay Shares bekommen. Wir bekommen Provisionen durch die Umsätze, die da laufen. Das ist so ein bisschen, wie wenn ihr an jeder Visa oder Mastercard Transaktion heute beteiligt werden. Das ist nicht uninteressant. Da werden ja wirklich Milliarden gedreht. Und wir sind ja in einem Bereich unterwegs, der in den nächsten Jahren schier explodieren wird. Russ sagte immer so, ja, er kann sich vorstellen, dass wir den CoinPay vielleicht irgendwann dann mal für 2 Milliarden verkaufen. Er sagt, bei den heutigen Wachstum, bei der heutigen Nachfrage zu Dienstleistungen wie diesen, sagt er, da geht es ab 10 Milliarden. Ja, also da bist du natürlich mit deinen Shares, die du bekommen hast, wirklich recht gut aufgestellt. Der Clubcoin ist ein wahnsinnig interessantes Instrument. Wer da ein bisschen im Thema ist, weiß, mit Clubcoins werden wir noch ganz interessante Dinge erleben. Vertriebsprovisionen natürlich, das ist das, worauf wir uns als Organisation natürlich fokussieren. Aber so ganz nebenbei nimmst du eine Wertentwicklung mit. Vom BTC, aber natürlich auch von sämtlichen anderen Kryptowährungen, die wir hier entwickeln. GPU Mining, Zcash, Ethereum, Monero, Ethereum Classic. Ja, das sind weitere Dinge, aber weitere Projekte, die anstehen. Das habt ihr auch in dem Interview, habt ihr das mitbekommen, dass wir zum Beispiel Rootstock haben. Rootstock ist ein Projekt, was Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres starten wird. Da werden alle Bitcoin-Miner auch Rootstock-Coins erhalten. Das heißt, wenn du heute einen Bitcoin-Mining-Share hast, dann wirst du irgendwann dann auch Rootstock bekommen. Rootstock ist quasi so ein Huckepack-Coin, der die Ethereum-Vorteile wie Smart Contracts und so weiter auf der Bitcoin-Blockchain anbieten wird und wird dafür das vorhandene Bitcoin-Netzwerk, Miner-Netzwerk benutzen. Das heißt, jeder Miner bekommt automatisch dann auch diesen Rootstock, was ein sehr, sehr interessantes Thema werden könnte. Zum Beispiel. Aber wir haben jetzt in 3 Tagen haben wir einen weiteren Fork vor der Brust. Da geht es um Bitcoin Gold. Egal, was man davon hält,
Wir bekommen ihn geschenkt. Je mehr Bitcoins du zu diesem Zeitpunkt in deinem Wallet liegen hast, du wirst die gleiche Anzahl an Bitcoin Gold erhalten. So, wie der sich dann entwickelt, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, dass die grundlegende Technik so aufgestellt ist, dass wir mit unseren GPUs ebenfalls Bitcoin Gold minen werden können. So, auch hochinteressante Projekte, die in diesem Bereich entstehen und weitere Dinge. Russ hat mir nichts gesagt. Ich habe ihn heute gefragt und habe gesagt, Russ, gibt es irgendwelche heißen Informationen, wo du mir schon sagen kannst, wirst du es auf der Convention hier in Dubai ansprechen können? Und er sagte, ich weiß es noch nicht. Es muss halt, die Tinte muss trocken sein, bevor er darüber reden kann. Wir arbeiten an hochinteressanten Projekten, die natürlich für uns dann zusätzlich sehr interessant sein werden. Kurz zum Thema Einschreiben. Das Thema ist ja, dass es grundsätzlich jedem selber überlassen ist, wo macht er sein E-Wallet auf. Also, ob er das jetzt bei Xapo oder Bitpanda macht. Die Leute denken immer, ich hätte irgendwelche Aktien bei Xapo oder so. Ich bin halt bei Xapo und ich bin da sehr zufrieden. Und wenn das einmal verifiziert ist und sauber läuft, dann hast du da keine Probleme. Und als es noch kein Ledger-Wallet gab, da habe ich meine Bitcoins dann in diesem Xapo-Fond übertragen lassen, Xapo Safe, was dann in so einem alten Armee-Tresor im St. Gotthard-Massiv wirklich quasi physisch gelagert wird, also ausgebucht wird aus der Blockchain. Das ist schon maximale Sicherheit, was einem da geboten wird, aber das entscheidet jeder selber. Ihr könnt zu blockchain.info gehen, ihr könnt zu Kraken gehen, ihr könnt zu Bitpanda gehen. Bitpanda hat den Vorteil, dass es deutschsprachigen Support hat und all diese Dinge. Wir wollen da gar nichts vorgeben. Es geht ja nur darum, du brauchst ein E-Wallet, um dir dann Geld dorthin zu schicken, dich zu verifizieren und dann kannst du dort Bitcoins kaufen. Und dann hilft dein Sponsor dir dabei, wie wird der BitClub angelegt. Das ist ja der BitClub-Account angelegt, was ja einfach ist. Und dann geht es um die Kontenaktivierung. Das mache ich mit meinen Partnern immer per Skype, per Bildschirmübertragung. Meine Partner machen es immer selber. Ich mache es niemals für einen meiner Partner. Sie gehen sämtliche einzelnen Schritte durch. Ich sage nur, du klickst jetzt da oben, du klickst jetzt da, du verifizierst jetzt dort die E-Mail, du machst dieses, du machst jenes. So, und wenn ich dann so ein 7er-Konstrukt angelegt habe, dann hast du es so oft gemacht, dann weißt du, wie es geht. Ja? Also, die Konten aktivieren. Dann wird das Centurion-Club-System aktiviert und die neuen Partner in die Telegram, WhatsApp, Skype und Facebook. Ich werde in Kürze ein gesondertes Training anbieten zum Centurion-Club-System, wie man damit richtig arbeitet. Im Grunde ist es einfach, weil dein Sponsor dir hilft, diesen Link im Prinzip zu aktivieren, damit die Interessenten, denen du die Videos schickst, auch tatsächlich, wenn sie sich registrieren, bei dir landen. Das ist ja erstmal das A und O. Okay? Wenn du selber noch nicht in der Telegram, WhatsApp, Skype-Gruppe oder Facebook Gruppe bist, dann fragt der Sponsor nochmal, dass er dich da selber einfügt, weil das ist ja das A und O. Wir wollen ja Informationen übermitteln, wobei ich an dieser Stelle gerade nochmal so ein bisschen appellieren möchte, so ein bisschen an die Netiquette in unseren Chats. Manchmal geht es ja ganz schön horär, aber ja, ich meine, wir haben in dem Centurion Club Chat über 700 Leute, da ist das normal, dass mal die eine Frage dem anderen gerade auf den Kittel geht und so weiter. Es ist schwierig, aber gerade sind natürlich diese Gruppen für neue Partner interessant und dass natürlich neue Partner, die permanent hinzugefügt werden, dass die nicht immer oder dass die natürlich alle die gleichen Sorgen haben. Deswegen hast du auch immer wieder die gleichen Fragen. Warum gehen die Mining-Ergebnisse runter? Ich meine, du kannst die Fragen, kannst du singen und dann gibt es natürlich den einen oder anderen, dem geht das dann so auf die Nerven und sagt, Mensch, Leute, scrollt doch mal hoch in den Chat. Ja, das kann man dann mal gerne machen. Also wenn dann so offiziellen Beiträge von mir, von anderen Administratoren, wenn ihr da mal durchgeht, das wiederholt sich. Ja? Aber prinzipiell sind die Fragen immer die gleichen und diese Chats, da bin ich halt so Freund von, wenn wir da vernünftig und nett miteinander umgehen, weil ich glaube, hier kommt keiner rein, der nicht wirklich vorhat, ernsthaft Geschäft damit zu machen. Deswegen lass uns probieren, auch da nicht zu nerven, aber nett miteinander umzugehen. Und es gibt halt dann immer welche, die fühlen sich dazu, weiß ich, ermuntert, in einem durch dumme Fragen zu stellen. Dann seid bitte nicht böse, wenn ihr dann auch mal rausfliegt, weil es einfach, weil ich glaube, das sind dann Leute, die, weiß ich nicht, die haben keine Arbeit und sitzen dann nur da drin und schreiben, während andere ihrer normalen Arbeit nachgehen. Da
das brauchen wir dann auch nicht. Also einfach so ein bisschen, ihr versteht, was ich meine. Ja, es ist eine Quelle von Informationen und von Antworten. Und wenn du eine Frage da reinsetzt, und das funktioniert immer, stellst du eine Frage rein, weil du jetzt gerade wissen möchtest, wie viel Clubcoin gibt es jetzt beim Founder-Paket, dann ist irgendein netter Mensch gerade online, der sagt, hey, das sind 50. Ja? Und das ist toll. Also deswegen bitte benutzt es in erster Linie dafür. Okay, das dann natürlich immer, ich weiß das auch, dass in diesen Chats immer gerne mal, wenn einer Bilder wird oder Pro-Bilder oder Master-Bilder oder Monster-Bilder, dass das gepostet wird. Hey Leute, das gehört dazu. Und wen das stört, ihr könnt diese Chats ja auch lautlos stellen. Und ich gehe hier in meine Telegram-Chats, ich bin, glaube ich, insgesamt mit über 30 Telegram-Chats. Wenn ich 2 Stunden mein Handy nicht anmache, ja, und gucke drauf, dann habe ich da 700, 800 Informationen drin. Da kann ich auch nur überfliegen. Und dann gucke ich eben, ist irgendwo was Wichtiges, wo ich einhaken muss. Ansonsten überfliege ich das eigentlich, das, was ich jedem empfehle. So, wenn ihr über Leute einladet auf unsere Geschäftspräsentation, dann geht bitte über diesen Link hier, centurio-club.net, weil dort drüber haben wir auch viele, viele andere Informationen mit verknüpft, wie den Direktlink zum Rekrutierungssystem etc. Dann müssen wir jetzt nicht wie viele weitere Links hier propagieren. So, jetzt wollen wir ganz kurz mal in die Praxis gehen. Denn die Praxis ist ja im Prinzip, fragen mich die Leute ja immer, was muss ich jetzt machen? Und da sage ich, hey, stell dir mal vor, du würdest jetzt in der Fußgängerzone von Koblenz, von Frankfurt, von wo auch immer, würdest du jetzt ein Schuhgeschäft aufmachen oder ein Handtaschenladen oder ein Brillengeschäft, ich weiß nicht was. Oder du machst in dem Gewerbegebiet bei euch, machst du eine Autowerkstatt. Was ist das, was du jetzt tust? Das ist das, was du tust. Pass auf, ich mach den Chat mal auf. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der da eine Idee hat. Wenn ich den Laden jetzt gerade eröffnet habe, was machst du dann? Emirates Lounge Düsseldorf. Liebe Grüße, Musti, Carsten, Irena, Vicky. So, Werbung, du machst Werbung. Bitcoin-Zahlung anbieten, Kai, du bist so ein Fuchs. Drüber reden. Teller macht Urlaub. Ich wette, du bist wahnsinnig erfolgreich in dem, was du tust. Sorry, ich will dir nicht so nahe treten. Aber ich weiß, wie es gemeint war. Natürlich. Du, genau, bekannt geben, trommeln, promoten, Eröffnungsfete, West, Marketing, Werbung, schreien. Ja, das kann man auch machen. Anschauen und schreien. Aufsperren und Werbung machen. Genau. Die Geschichte ist, du musst natürlich auch ein bisschen begeistert sein. Und du musst ein bisschen verkaufen. Ich meine, die Welt ist voll von Nichtverkäufern. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, die Leute, die stehen in ihrem Schuhladen und warten darauf, dass jemand kommt. Dankeschön für euer Feedback. Und warten darauf, dass jemand kommt und sagt, ich möchte die Schuhe kaufen. Leute, du hast ja keine Verkäufer. Das sind ja einfach, das ist ja nur, fängt dann überhaupt Service am Kunden. In manche Läden gehst du ja rein und das ist mir passiert in Neumied. Ich wollte einen Anzug kaufen, bin da irgendwie im Laden, ich kenne den Namen gar nicht mehr, mich da reinspaziert. Und das ist ja wie Kakerlake, wenn das Licht angeht. Ja, weg! Ja, meine Frau läuft da gerade rum. Du erinnerst dich, ne Schatz? Wo ich damals, wie hieß der Laden, wo ich den kaufen wollte, den Anzug? Wie? Leininger. Leininger in Neuwied. Die Gabriele, die auf der Leitung ist, die kennt das auch. Ich bin da reinspaziert, ich wollte einen Anzug kaufen. Da habe ich gesagt, hallo! Schon fand ich weg. So, ja, so ist das. Und ich meine, wenn du so dein Geschäft hier betreibst, das macht natürlich keinen richtigen Sinn. Ja, ich sage mal, ein Verkäufer, wenn ich ein Schuhgeschäft aufmache, da musst du rausspazieren. Dann gehst du nach, hey, wo gehst du hin? Zu meiner Schwiegermutter, ja, aber nicht mit den Schuhen. So, und dann, verstehst du, es geht darum, mal Bedarf zu wecken. Ja, und die Leute, wenn die Leute nicht wissen, was du hast, woher sollen die denn dann wissen, was sie an dir haben. Verstehst du, was ich meine? So, und das Schlimmste ist, ich bin ja in einem durch. Heute bin ich hier mit Helmo und Nicole, waren wir so ein bisschen unterwegs und bei Hotels gucken. In der Zeit habe ich weiß nicht, wie viele Visitenkarten an die Leute gebracht. Ja, und die fragen dann natürlich auch, um was geht es denn da? Ja, das sind, schau, wenn du hast keine Geschäftsräume, du machst keine Fernsehwerbung, da musst du anders auf dich aufmerksam machen. Wir haben heute die Social Media. So, da müssen die Leute müssen wissen, dass du Bitcoin-Experte bist. Geh auf meine Facebook-Frontseite. Ich will nicht sagen, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Ich mache das einfach mit meinem
Fingerspitzengefühl, immer wieder poste ich was, immer wieder poste ich mal nichts. Manchmal poste ich was über Fußball, das ist mir an diesem Wochenende komplett, habe ich das vergessen. Solche Dinge, ach doch, mein Freund Marcel, liebe Grüße, Gratulation zu dem einen Punkt für Köln an dieser Stelle. Aber das hat natürlich mit dem Geschäft jetzt nichts zu tun. Schaut, die Leute, die bei mir auf die Facebook-Frontseite gehen, die scrollen zurück bei Wochen und dann wissen die, der Typ macht mit Bitcoin. So. Und die Leute, die ein bisschen weiter zurückscrollen, jetzt mal 20 Monate zurück, die lesen dann, dass ich geschrieben habe, hey Leute, Bitcoin steht unter 400, Zeit zu kaufen. So, dass wir bei unter 400 angefangen haben zu propagieren, hey, kauf Bitcoin. So, und dann mal clevere Berichte zum Thema Bitcoin, clevere Berichte zum Bitcoin-Mining, clevere Berichte zur Bargeldabschaffung, clevere Berichte zur Problemstellung, die die Menschen da draußen haben, wie sie durch die vorhandene Altersvorsorge über den Tisch gezogen werden. All solche Dinge, die interessieren die Leute. Und dann erkennen die dich auch an als Experten. Und jetzt kommt ein ganz toller Trick. Wenn du natürlich jetzt 3 Monate lang Experte bist für dieses eine Produkt und dann umschwenkst und danach 2 Monate Experte bist für das nächste Produkt und dann 6 Wochen Experte bist für dieses Produkt, dann hört dir keiner mehr zu. Das heißt, der Trick an der Geschichte ist, dass die sehen, hey, der bleibt dabei. Die sehen das und die sehen das und dann sehen die, hey, das, was der gesagt hat, das stimmt, das ist auch eingetreten. Hey, die Zahlen stimmen auch. Hey, der verändert gerade sein Umfeld. Hey, der hat jetzt gerade seine Lebenssituation verbessert. Der hat jetzt ein neues Haus, der hat jetzt ein neues Auto, der ist jetzt im Urlaub. Wie macht der das? Der macht das einfach. Versteht ihr? Das heißt, dieses sich bekannt machen, und das machst du überall. Ja, das ist, ich meine, wie einfach ist das, wenn du hingehst und sprichst mit jemandem, das ist ja, hier ist es ja üblich, dass du jemanden triffst nach Hawaii. Ja, wie geht's dir? So, brilliant, like always. Ja, Weltklasse. Auf Deutsch sage ich immer Weltklasse. Wie geht's dir? Weltklasse. Wie Weltklasse? Gucken sich schon total verdutzt an. Ja, aber wie geht's dir? Oh, sensationell, tralala. Gut ist auch, wenn du sagst, was machst du beruflich? Ja, dann fängt er an zu erzählen. Und du hörst so, ey, das ist ja interessant. Ja, und macht Spaß. Und kommt genug Geld bei rum. Und wie lange bist du schon bei dem Laden? Fragen, 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 Fragen. Und dann irgendwann sagt er, ja, und was machst du? Das, glaub mir, in 99% der Fälle, ja, 99 von Fragen, die nachdem du den 10 Minuten, 15 Minuten zugehört hast, Fragen wie, und was machst du? Das ist der Zeitpunkt, wo ich sage, hey, ich helfe Leuten, tatsächlich finanziell unabhängig zu werden. Wir haben Multimillionäre geschaffen in den letzten 20 Monaten. Du machst dir keine Vorstellung davon. Ja, wie macht ihr das? Sagt dir der Name Bitcoin was? Schon mal gehört vom Bitcoin? Ja, gehört habe ich schon. Wir sind im Bitcoin-Mining. Wir produzieren Bitcoins. Echt jetzt? Pass auf, gib mir deine E-Mail-Adresse. Hier hast du meine Karte. Würde dir gerne mal was zuschicken, wenn es dich interessiert. Aber es ist wahnwitzig erfolgreich. Ich meine, das kann ich den ganzen Tag machen. Das ist meine Arbeit. Ich bin Hauptberufler und wenn du noch kein Hauptberufler bist, dann hast du es doppelt so oft zu tun, wie ich es mache. Aber wie einfach ist das? Das kannst du egal machen, wo du einkaufen bist. Ich weiß, das ist eine Hemmschwelle, die du überschreiten musst. Aber wenn du es nicht tust, wirst du diesen ganzen Benefit von dem, was ich euch jetzt vorstelle, niemals erleben. Weil der Karriereplan, der basiert darauf. Ich rede jetzt nicht vom Investment. Als Investor kannst du hier rein, kannst dein Geld in 1000 Tagen verdoppeln, vielleicht vervierfachen, verzehnfachen. Das ist eine super Geschichte. Und jeder Kunde bei uns ist fröhlich. Aber Leute, der Karriereplan, der ist dafür gemacht, damit du nicht 5 Bitcoins in 20 Monaten machst, sondern 500 Bitcoins in 20 Monaten machst. Oder 1500 oder 2000 oder wie die Dame aus Südkorea, die seit Anfang im BitClub mittlerweile über 6000 Bitcoins verdient hat, was nach heutigem Kurs irgendwo 36 Millionen sind in 3 Jahren. Ja, ich meine, das sind ja alles mal Fakten. Wir haben Zahlen, Daten, Fakten, wo ich doch gerade dabei war. Zahlen, Daten, Fakten. 8 Leute und alle 8 werden hier sein, jetzt in Dubai nächste Woche auf unserem Event, die über $500.000 im Monat verdienen. Und die Nummer 1, Joe Abel, hat in den letzten 4 Wochen 1,2 Millionen verdient.
Das hat er nicht verdient, weil er eine Milliarde investiert hat und Bitcoin-Mining-Ergebnisse bekommen hat. Das hat er bekommen, weil er einfach wie ein Wahnsinniger draußen rumrennt und jedem, der nicht schnell genug auf den Baum kommt, erklärt, wie irrwitzig gut du dein Geld verwalten kannst. Und wenn du darüber sprichst, eine Organisation aufbaust, wo du ein Vermögen mitschaffen kannst, was für Generationen hält und was du nie mehr ausgegeben bekommst. Ich möchte auf den Karriereplan zu sprechen kommen, weil der Karriereplan, der ist so clever gemacht, dass ich ihn wirklich erst viel, viel später verstanden habe. Und ich bin Profi. Ja, ich bin seit über 30 Jahren im Network Marketing. Ich kann Marketingpläne lesen. Ich habe in Europa das erste binäre System, Destiny Telekom, aufgebaut. Ich hatte nach 6 Monaten irgendwie 24.000 Leute in meiner Organisation. Ich weiß, wie das alles funktioniert. Aber hier sind so ein paar kleine Feinheiten reingebracht, wo ich sage, wer zu Kuckuck hat diesen Brain, ja, und das ist vornehmlich auf Rust-Mist gewachsen, um einen solchen Karriereplan zu basteln. Okay? Prinzipiell ist es ja, und das wisst ihr ja bereits, ist es ja auch meine Promotion, da sage ich, hey, starte nicht nur mit einem Konto. Ja, du bist in der Lage, immer 2 Plätze unter dir zu belegen, einen Platz links und einen Platz rechts. Und der wiederum kann jetzt 2 Plätze belegen, einen Platz links und einen Platz rechts. So ist das System. Jedes Mal, wenn der ins Geschäft gebracht worden ist, gehen da unten 2 leere Plätze auf, die es jetzt zu belegen gilt. So. Das Schöne bei uns ist, du bist in der Lage, so viele Plätze, wie du willst, persönlich zu benutzen oder zu besetzen. Ja? Also kannst du jetzt hingehen und kannst zum Beispiel sagen, ich habe jetzt 3 Plätze. Ja, ihr wisst, dass ich immer 7 Plätze mal Minimum propagiere, aber sagen wir mal, du bist jetzt hier, jetzt kann ich wieder malen. Okay, jetzt meine ich mal dieses Konstrukt, was ich ja immer propagiere und sage, hey, mal mindestens 7er-Konstrukt solltest du machen. Das heißt, du hast 7 eigene Plätze. So, was passiert denn jetzt? Du fängst an, Leute zu sponsern, weil je mehr Leute du persönlich ins Geschäft bringst, desto breiter wird ja deine Organisation. Jetzt fragt sich einer, der jetzt nicht aus dem System kommt, ja, Moment, ich soll jetzt mehr Leute ins Geschäft zu bringen, aber meine 2 Plätze sind doch schon belegt. So, das Ding geht wie folgt. Du sponsorst in der Regel von dem obersten Platz und setzt den neuen Partner hier unten runter. Was passiert? Jetzt hat er, ob das jetzt ein eigener Platz ist von dir oder ein fremder, ist jetzt egal, jetzt hat dieser Platz ja Spillover bekommen. Ja? So, jetzt nimmst du den nächsten und sponsorst den hier unten rechts, weil du sponsorst ganz unten links und ganz unten rechts, um erstmal den obersten Platz hier, der oberste Platz unterteilt sich ja hier, linke Bein, rechte Bein, um den ins Verdienen zu bringen. Erst nur auf den obersten Platz konzentrieren. Jetzt macht der nichts, baust du den nächsten runter. Links ins linke Bein von ihm. Immer links, links, links oder auf der Seite rechts, rechts, rechts. Ja? Weil du gehst ja nicht hin und baust einen, der nichts tut, ein zweites Bein hier auf. Da wärst du ja betrogen. Okay? Also du baust so lange in die Tiefe, bis der Erste dir das Gefühl gibt, ich meine das jetzt ernst und ich baue jetzt ganz von alleine hier unten weiter. In dem Moment, Feuer brennt immer von unten, hat er plötzlich im linken Bein richtig Umsatz. Vielleicht fängt er jetzt an, sein zweites Bein aufzubauen, weil er ja Geld verdienen kann. Automatisch hat er in seinem linken Bein noch viel mehr Umsatz. Automatisch hat er auch viel Umsatz und der eine oder andere wird anfangen, das zweite Beinchen aufzubauen. Dadurch hast du eine wahnsinnig starke Organisation, die dir das Volumen von unten nach oben schiebt. Das ist der Grund, warum ich so ein stabiles Einkommen aktuell generiere, weil ich hier wahnsinnig erfolgreiche Führungskräfte alle übereinander positioniert habe. Ja? So, und dann ist irgendwann mal ein solcher Schwung an Umsatz, der nach oben durchläuft, dann weißt du nicht mehr, wo der Umsatz herkommt. So, das machst du links, das machst du rechts. Das heißt, du positionierst hier ebenfalls die Leute so lange untereinander, bis du sagst, hey, da ist einer, der fängt an, selber sein Team aufzubauen. So, und dann fängst du an, deine nächsten Plätze zu aktivieren. Das heißt, jetzt fokussierst du dich darauf, dass dieser Platz und dieser Platz Geld verdienen. Wie geht das? Indem ich hier ins rechte Bein baue
und auch wieder in die Tiefe, ins rechte Bein baue. Vielleicht habe ich sofort einen, der anfängt, dann ist gut. Weil jetzt hat er hier im linken Bein eh Umsatz und im rechten Bein baue ich jetzt Umsatz auf. Plötzlich verdient dieser Platz auch Geld. Der obere verdient ja Platz. Und dasselbe mache ich mit diesem Platz. Dieser Platz, den baue ich das linke Bein auf hier. Ja, jetzt kommt sich das so ein bisschen in die Quere. Ja, linke Bein von ihm, hier unten drunter, den baue ich auch von hier. Ich sponsor von hier und baue hier in das linke Beinchen rein. Ja, weil er hat ja schon im rechten Bein Umsatz. Also baue ich ihm jetzt im linken Bein Umsatz auf, dass er auch Geld hat. Ja, und so geht das dann hier mit diesem Beinchen, geht das dann hinterher weiter. Das heißt, du konzentrierst dich im Prinzip wirklich nur darauf, dass erstmal der oberste Platz ins Geld verdient kommt, dann der nächste und dann die untere. So, der Aufbau von multiplen Konten ist der ganz, ganz große Vorteil, den wir im BitClub haben. Dass du in der Lage bist, mehrfach Geld zu verdienen. Ich gehe gleich nochmal in mein Backoffice rein, wo ihr das sehen könnt. Das ist das, was ich jeden Abend auf meinen Live-Webinaren belege. Wenn ich mit einem einzigen Platz eingestiegen wäre, hätte exakt die gleiche Organisation aufgebaut, würde ich heute pro Tag etwa $10,000 weniger verdienen. $10,000 pro Tag, die ich heute mehr verdiene, das sind rund $300,000 im Monat mehr, die ich verdiene, weil ich multiple Accounts aufgebaut habe. Ja, wenn ich nur ein Konto gehabt hätte, ich würde bei $2,400 würde ich ausgebremst sein, ein Cycle-Bonus, plus ich würde natürlich sehr viel Matching-Bonus verdienen. Also, ja, Einkommen toll. Aber wenn du Hunderttausende pro Monat verlierst, weil du nicht auf Profis gehört hast, das ist ärgerlich. Ja, und deswegen immer vorher kurz drüber nachdenken, wie möchtest du tatsächlich starten. Das erste, wo wir uns darauf fokussieren, ist ja dieser Cycle-Bonus. Ja, dieser Abrechnungszyklus. Jetzt seht ihr hier nochmal unseren Strukturbaum. Und das Schöne ist halt, kannst du sein und das ist der Peter und das ist die Claudia und das ist die Sabine, der Herbert, die Andrea und der Bernd. So, du kannst aber auch sagen, das bist du und 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 das und das auch. So, oder du kannst auch die sogar noch alle besetzen. Es gibt ja so Verrückte, die das tun. Prinzipiell bekommst du bei 15 Credits links und 15 Credits rechts, bekommst du einen Abrechnungszyklus und dieser Abrechnungszyklus ist der, warte mal, ich mache das mal rot, $200. Jedes Mal, wenn du 15 Credits links im linken Team hast und 15 Credits im rechten Team, gibt es $200. Wie kommst du an die 15 Credits? Ganz einfach. Jeder $500-Pool, der irgendwo in deinem Team läuft, egal wo der läuft, ob der von dem gekauft wird, von dem oder da unten 3000 Generationen tiefer. Wenn da einer einen 500er Pool kauft, dann gehen diese drei Credits durch jeden dieser übergeordneten Konten hoch. Wenn du das realisierst, dass du das jetzt mal organisch wachsen lassen kannst und du wartest mal ein Jahr oder zwei oder drei und dann ist das paar tausend Generationen tief, dann hast du jeden Tag Leute, die da 500er, 1000er, 2000er, 5000er Punkte haben. So, wie sieht das jetzt aus? Wenn du jetzt einen 500er Pool hast, laufen 3 Credits hoch. Einen 1000er Pool laufen 6 Credits hoch. Ein 2000er Pool 12 Credits. Und das sehen wir schon. 500 plus 1000 plus 2000 sind die 3500. Das ist unser Founder Pool, ja. Und 3.500 hat gesamt 21 Credits. Wenn du einen 5.000er GPU-Pool als Founder kaufst, sind das exakt 30 Credits. So, wenn du also jetzt irgendwo hier unten in der Tiefe deiner Organisation, irgendwo hier unten einen hast, der sagt, ich kaufe mir jetzt einen 5.000 GPU-Pool, ja, einer hier, dann sind das 30 Credits, die hier unten laufen. Und vielleicht 30 Credits, die hier unten laufen. So. Zählt komplett durch alle Konten. Das heißt, du hast links 30 und du hast rechts 30. Heißt, 15 Credits, seht ihr, ist ein Cycle. Heißt, zwei Cycle heißt für dich $400. Die einfach so reinlaufen. Du kennst die Leute gar nicht mehr. Glaub mir, Leute, ich mache morgens mein Konto auf und ist alles grün. Heißt, übercycled. Was heißt jetzt übercyceln? Das erkläre ich. Weil
Der Miner ist die unterste Position in dem Karrieresystem. Der kann maximal 4 Cycle pro Tag verdienen, sprich Bitcoin im Wert von $800 verdienen. 4 Cycle pro Tag in der untersten Position. Miner bist du, wenn du startest, erkläre ich jetzt gleich in der nächsten Folie noch, wenn du startest, hast du einen Pool gekauft. Dann bist du Miner und kannst vom Start weg 4-mal am Tag cyclen. Ich meine, Leute, das sind $800 pro Tag, mal 30, 24.000. Wer verdient das? Okay? Dann gibt es den Builder, der kann $200 pro Tag mehr verdienen. Dann gibt es den Pro-Builder, der kann nochmal $200 pro Tag mehr verdienen, der ist schon bei $1200. Dann der Master-Builder, der ist jetzt bei 8-mal cyclen, das heißt, der hat schon 2. Das ist ein Unterschied von $400 pro Tag, die du mehr verdienen kannst, mal 30 Tage, $12.000. Ja. Dann haben wir einen Monsterbilder, der kann 10-mal und einen Megamonster, der kann 12-mal zeigen. Ja, so, also hier 2.000 am Tag, 4.000. So, jetzt der Witz. Jetzt kannst du dir deinen Strukturbaum aufbauen. Ich habe also der oberste Platz, der ist von mir, ist Megamonster. Ja, das heißt, mit dem kann ich 12-mal am Tag zeigen. Der linke Platz von mir, da unten drunter, Pegasus 1, der ist Monsterbilder. Den rechten Platz habe ich jetzt gerade auf Masterbilder vor 2 Tagen hochgezogen. Das heißt, das sind alleine schon mal 8 plus 12, 20, sind schon 30 Cycle, die eigentlich, nicht eigentlich, die einfach immer da sind. Die einfach immer da sind. So, plus weitere Konten. 30 Cycle, das ist schon $6.000 pro Tag. Die einfach so kommen, musst du nichts mehr für tun, wenn es einmal so läuft. Natürlich musst du erstmal säen und dann wird geerntet. Aber du siehst, das Schlimme ist, wenn du jetzt nicht an der Position arbeitest, und das ist der Grund, warum ich euch das hier gerade zeige, weil du baust jetzt eine links rein und eine rechts. Ja. Und jetzt hast du da Knaller, die geben Gas. Und solche Leute, die haben die. Ja, ich habe Leute, die verdienen als Miner $800 pro Tag, könnten aber vom Umsatz her schon 10-mal am Tag cyclen. Die meisten von denen haben sich dann künstlich den Builder selber aufgebaut, indem sie eigene Leute, eigene Positionen aufgebaut haben. Aber pro Builder wirst du nicht durch eigene Konten. Das heißt, also in der Regel nicht. So, das heißt, dann machen die 1.000 am Tag, könnten aber 2.000 am Tag verdienen, wenn sie was tun würden. Das heißt, wenn du 5-mal am Tag cyclest, sind $1.000 pro Tag, das sind bei einer stabilen Organisation $30.000 im Monat. Ich meine Leute, jeder, der heute einsteigt, der sagt, Halleluja, dann bin ich durch. Ich weiß das. Aber wenn du diesen Bilderplatz hast und du hast jeden Tag im linken Bein 150 Credits und im rechten Bein 150 Credits, und das ist nicht so weit weg. Das heißt, du könntest 10-mal cyclen. Das heißt, du verlierst jeden Tag $1.000, weil du nicht in dieser Position bist. Dann sage ich dir das. Du verdienst zwar 30.000 im Monat, aber du hast einen Hals bis Kaiserslautern, weil du noch kein Monster bist. Und deswegen, liebe Leute, sich an der Position zu arbeiten. So, weil es gibt eine Auszahlung, die total unterschätzt wird, die ich am Anfang komplett unterschätzt habe, weil ich einfach gesagt habe, naja, die $10. Ich will einen Cycle machen, da habe ich $200. So, weil ich nicht wusste, wie sich das entwickelt. Als Miner bekommst du auf die Partner deines Teams im ersten Level, die du persönlich ins Geschäft gemacht hast, und dann die Partner, die darunter entstanden sind, wenn die einen Cycle verdienen, wenn die also die 200 verdienen, bekommst du $10 und drüber. Das ist am Anfang wenig. Dann hast du mal 10 Frontliner ins Geschäft gebracht und der verdient einmal 200 und der verdient einmal 200, dann hast du $20 verdient. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt fängt das Ding aber an, sich in die Tiefe zu entwickeln. Jetzt bist du Builder. Jetzt kommt plötzlich die dritte Generation und die vierte Generation dazu. Jetzt wirst du Pro-Builder und jetzt kommt die fünfte und sechste Position dazu. Das hier alleine kann bei dem einen oder anderen Pro-Builder, weil der hat dann schon in seinem fünften und sechsten Level, hat er mal am Tag 10 Leute, die cyclen. Was heißt das? $100. $100 haben oder nicht haben, sind $200 vom Spiegel, $400. $100, ich meine, das sind $3.000 im Monat, weil ich jetzt Pro-Builder geworden bin,
Und weil da unten ein paar Leute sind, die ein bisschen Hilfe. Masterbilder, siebte, achte Level dazu. Monsterbilder, neunte Level, Mega Monster, zehnte Level. Das sind Zahlen, Leute. Ich verliere komplett den Überblick mit meinem Mega Monster Platz, weil 10 Level tief. Wisst ihr, wie viele Leute da drin sind, die cyclen? Ich habe im Schnitt habe ich zwischen 450 und 700, am besten Tag habe ich über 1000 Cycle in meiner Downline gehabt. 1000 Accounts, die gecycelt haben. Oder waren auch einige Accounts, die 10-mal gecycelt haben, einige, die 6-mal gecycelt haben, einige, die 3-mal gecycelt haben. 1000 Abrechnungszyklen war mein bester Tag. So, aber zwischen 450 und 700 bin ich jeden Tag. Das heißt, 450 mal 10 Dollar sind 4.500. Du erinnerst dich, als Megamonster kannst du gerade mal 2.400 Dollar Cycle-Bonus verdienen. Der Matching-Bonus ist unlimitiert. Wenn du 1.000 Cycle hast, machst du 1.000 mal 10, machst du 10.000 Dollar. Und das sind solche Dinge, warum ein Joe Abel mittlerweile bei 1,2 Millionen die innerhalb von 4 Wochen verdient. Also, die Position aufbauen ist wichtig. So, wie kommst du jetzt in die Position? Das seht ihr alles. Ich habe das jetzt alles auf Englisch, weil du im Englischen schon die Mega-Monster-Position mit berücksichtigt hast, auf dem Deutschen und den anderen Übersetzungen noch nicht. Deswegen bin ich hier auf Englisch. So, meiner, brauchst du keinen Sponsor, bist du sofort, bist du einmal meiner, bleibst du das ewig. Dafür musst du die 99 bezahlt haben und einen Mining-Pool, also mindestens den 500er-Pool, bist du meiner, kannst jetzt, wie eben gesehen, 4-mal am Tag cyclen, 800 Dollar pro Tag. Flatback, das ist wahnsinnig viel. Ja? Der Bilder muss 5 Leute persönlich gesponsert haben, braucht insgesamt 10.000 Volumen, also sponsert 5 Miner, die jeweils 2 Miner gesponsert haben und 10.000 Dollar Umsatz im Enrollment. So, das will ich euch ganz kurz erklären, weil das ist somit die wichtigste Position, ist der Bilder. So, ich baue das jetzt mal so auf. Nein, ich baue von oben runter. So, pass auf. Du bringst 5 Leute ins Geschäft, die wiederum brauchen jeder 2 Frontliner, die sie ins Geschäft bringen. Da wir aber mit multiplen Accounts arbeiten, ich arbeite prinzipiell nur mit 7er Accounts, ja, aber es gibt keinen, der nicht mit mindestens einem 3er-Konstrukt anfängt, weil alles darunter wäre fatal. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen ins Geschäft bringe, der mit 3 Konten startet, weil das System unterscheidet nicht zwischen Konten und Person, 3 Konten, ja? So, wenn ich die alle mit einem 3er-Konstrukt einschreibe, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, genauso wie ich es hier aufmale, ist die Bilder. Du brauchst also jetzt noch in diesem gesamten Team 10.000 Umsatz. Das ist auch sehr, sehr einfach und realistisch. So, weil jetzt steigen nicht alle nur mit 500er Pools ein. Du hast dann auch mal einen Founder Pool, dann ist das erledigt. Also faktisch brauchst du lediglich 1, 2, 3, 4, 5 Leute persönlich ins Geschäft bringen mit einem 3er-Konstrukt. Dann. So. Diese Position, liebe Freunde, diese Bilderposition ist der Schlüssel für das gesamte System. Arbeite mit Bildern. Es gibt ganz viele Leute, die schreiben sich sofort mit einem Bilderkonstrukt ein. Die investieren 10.000 und bauen sich das Konstrukt selber, weil sie sind sofort Bilder. Sie haben sofort Anrecht auf 5 Cycle Bonus pro Tag, wenn sie anfangen, das Geschäft aufzubauen und haben sich natürlich damit schon ein richtig cooles Konstrukt aufgebaut. Ja, das ist jetzt quasi nebeneinander. Der Witz ist, die werden natürlich im Strukturbaum anders gesetzt. Ja, und das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Also wenn du jetzt hier den Strukturbaum hast, du kannst ja nur 2 Leute hier positionieren. Also das ist der 1er und das ist der 2er. So, dann mache ich den 1er hier hin und den 2er hier hin zum Beispiel. So, der 1er und der 2er, die haben aber jeweils schon direkt wieder einen Frontliner. Ja, wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass du jetzt kein 7er Konstrukt hättest. Ja, jetzt bauen wir das mal so ab. Ein hier, ein da, ein da. So, das sind die beiden. Der Einer und der Zweier mit ihren Unterkonten. So, jetzt kommt der nächste. Jetzt kommt der Dreier, den setze ich jetzt zum Beispiel hier unten runter.
Zack, der kommt da drunter mit seinen beiden, die er ja selber ins Geschäft gebracht hat. So, dann kommt der nächste, den setze ich hier drunter. Zack, mit seinen beiden, die er selber gesponsert hat. Und dann kannst du jetzt hingehen und kannst den hier noch da drunter platzieren. Ja, oder auf der anderen Seite mit seinen beiden Unterkonten. Okay? So, dann hast du so ein Konstrukt gebaut, wo du sagst, ich habe hier jetzt quasi mein 7er-Konstrukt stehen, habe aber hier noch mehr Konten unten drunter, wenn ich jetzt anfange, den ersten Fremden hier unten drunter zu basteln. Ja, weil wenn der jetzt anfängt, was zu tun, habe ich schon eigene Plätze, 1, 2, 3, 4, 5, mit denen sich der Umsatz auch positioniert. Oder auf der anderen Seite, wenn ich hier den ersten Fremden unten drunter setze, dann habe ich hier unten ein Konto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Konto in einer Perlenkette, die den kompletten Umsatz von dem neuen, den ich da unten einschreibe, mit nach oben aufsaugt. Ja, weil jeder Umsatz, der hier unten gemacht wird, zählt in seinem rechten Bein. Jeder Umsatz, der da unten gemacht wird, zählt in seinem rechten Bein. In seinem rechten Bein. Alles, was hier jetzt unten drunter entsteht, ja, zählt in seinem rechten Bein. Okay? So. Also, die Bilder aufzubauen, auch als eigenes Konstrukt, ist eine ganz gute Empfehlung, die ich an dieser Stelle geben möchte. Und wenn du nämlich jetzt nur noch Bilder aufbaust und jeder nach diesem Bilderkonstrukt arbeitet, dann werdet ihr eine Bewegung in eurer Organisation finden. Ihr macht euch keine Vorstellung davon. Weil der Pro-Bilder braucht 3 Bilder. Das heißt, um Pro-Bilder zu werden, musst du von deinen Linien, die du aufgebaut hast, ja, von den Linien hier, musst du 3, ja, wenn das jetzt hier Fremde wären zum Beispiel, musst du 3 zum Bilder machen. Den zum Bilder, den zum Bilder, den zum Bilder. Aber jetzt wird es lustig, weil das muss nicht diese erste Position sein, die du ins Geschäft gebracht hast. Der muss nicht Bilder werden. Das reicht, wenn, also um Bilder zu werden, hier, um diese Position zu erreichen, die ich gerade erklärt habe, Bilder, musst du 5 Frontline-Partner haben, die du selber persönlich ins Geschäft gebracht hast. Und die müssen jeder 2 gebracht haben. Also das sind 5, die du selber bringst, mit jeweils einem 3er-Konstrukt. Okay? Dann bist du Bilder. Um Pro-Bilder zu werden, kannst du in 3 verschiedenen Linien irgendwo in der Tiefe einen Bilder haben. Sagen wir mal, der wird jetzt Bilder, der baut hier unten diese 5 Leute auf. Dann ist das dein erster, dann ist das dein erster Bilder. So, wenn hier jetzt dein gesamtes Geschäft weiterläuft, er hier bringt einen und der bringt einen ins andere Bein und er bringt einen in dieses Bein und der wird jetzt Bilder, dann ist das ein Bilder in einem anderen Bein von dir. Weil du hast ja 5 Beine hier oben. Das ist das linke Beinchen, da ist ein Bilder drin, da ist das ganz rechte Beinchen, da ist ein Bilder drin. Sagen wir mal, der hier wird jetzt auch noch Bilder. Dann hast du deine 3 Bilder zusammen und bist pro Bilder. You need a total of 3 Builders under your enrollment tree, which each coming from a separate deck. Du brauchst also 3 Bilderpositionen in deinem Sponsorbau, die alle in einem unterschiedlichen Bein sind. Und du musst in der gesamten Orga kumuliert $50.000 Umsatz haben, auch einfach. Ja? So. Und danach, hier unten steht 10.000, um die Position zu behalten, brauchst du dann nachher $10.000 Umsatz pro Monat. Ja, easy. So, Masterbilder braucht jetzt 2 Pro-Bilder. Bleiben wir bei diesem Konstrukt, was ich gerade eben gezeigt habe. Bleiben wir bei diesem Konstrukt, ich muss das jetzt mal neu malen, sonst ist das alles ein bisschen sehr durcheinander. Ja? Du hast jetzt dein Konstrukt, so, und du brauchst 2 Pro-Bilder. Du hast ja insgesamt, hast du ja 5 Linien mal mindestens aufgebaut, sonst wärst du kein Bilder geworden. Du musst ja eine Position nach dem anderen erreichen. So. Und jetzt wird der hier unten wird Pro-Bilder. Der hat also wieder 3 Bilder in seiner Organisation irgendwo, ja, die von ihm gesponsert worden sind. Vielleicht ist da dann auch noch einer. Ja. Ein Bilder, 2 Bilder, 3 Bilder, der von ihm gebracht worden ist. Dann ist er hier jetzt Pro-Bilder. Okay? So. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche. Er hier baut auf, er baut auf und irgendwo in der Tiefe hast du jetzt den nächsten Pro-Bilder, der es geschafft hat, diese Position zu erreichen. Dann ist er dein zweiter Pro-Bilder
Und damit erreichst du die Position des Masterbuilders. Okay? Monsterbilder brauchst du 3 Masterbilder, sprich in deinen Tiefen der Organisation irgendwo muss eine Person sein, der wirklich ernsthaft den Karriereplan arbeitet und Mega-Monsterbilder braucht 3 Monsterbilder. Die Geschichte ist nur, und da wird es dann lustig, wenn du siehst, dass dieses gesamte Konstrukt immer darauf beruht, dass ja Bilder entstehen müssen. Das heißt, wenn du von vornherein anfängst, am besten selber als Bilder startest und bringst deinen Leuten bei, selber am besten als Bilder zu starten und wiederum Leute ins Geschäft zu bringen, die ein Ziel haben, Bilder zu werden. Nicht jeder hat 10.000 Dollar, die er als Bilder investieren kann. Wäre schön, wenn, ja, weil da geht ja massiv viel Geld ins Bitcoin-Mining. Aber wenn er das Geld jetzt nicht hat, ist nicht so schlimm. Ja, weil dann baut er den Bilder auf. Das ist halt das Ziel. Bau deine Bilderposition. Auf der Bilderposition basiert unser komplettes Provisionsmodell. Und das ist wirklich genial gelöst. So, hier wird es jetzt kompliziert, aber es wird wahnsinnig lukrativ. Und das sind die Summen, die wir gar nicht zeigen. Weil wenn ich abends die Provision vom letzten Tag zeige, zeige ich nur den Cycle-Bonus und nur den Matching-Bonus. Das macht aber lediglich rund 50% der Auszahlungen aus. Den ganzen Tag zwischendurch laufen die Auszahlungen von den Full-Shares. Full-Shares heißt Neueinstiege oder halt Partner, die einen Pool kaufen, einen 500er, 1000er, 2000er, 3500er, 5000er GPUs, das sind die Full-Shares. Ja? So. Darauf wird Level-Up-Provision bezahlt und das geht wie folgt. Für die ersten 2, die du persönlich ins Geschäft bringst, bekommst du 5% Bonus. Ja? Die wiederum, wenn die ersten 2 bringen, bekommst du nichts mehr. Und auch wenn die den dritten, vierten, fünften und so weiter bringen, die ersten 2 im Team, weil es ist anders abrechnungstechnisch nicht möglich, die ersten 2 hast du keine Level-Up-Tiefenprovision, Differenzprovision. Das ist der Grund, warum wir immer sagen, starte mindestens mit einem Dreierkonstrukt. Das ist Fairness von uns, dass wir den Neuen sagen, hey, mach mindestens 3, weil dann ist das Team 1 von dir mit eigenen Positionen besetzt. Und ab dem Level-Team 2 bekommst du nämlich auch Tiefenprovision. Ja? So, und das geht endlos tief. Den ersten und zweiten gibt es 5%. Den dritten, vierten und fünften, den du selber persönlich ins Geschäft bringst, gibt es 6%. Und auf die ersten beiden von denen, die die ins Geschäft bringen, hast du 1% Differenz. Und dann die ersten beiden von denen wieder, die ersten beiden von denen, die ersten beiden von denen, weltweit endlos tief. So. Kommst du jetzt ins Team 3, das ist der 6., der 7. und der 8., den du selber persönlich sponsorst, gibt es 7%. Jetzt bekommst du auf die ersten 2, die diese 3 ins Geschäft bringen, bekommst du 2% Differenz. Auf den 3., 4. und 5., den die ins Geschäft bringen, bekommst du immer noch 1%. Und dann natürlich auch wieder in die Tiefe. Die ersten 2 von dem wieder, die ersten 2 von dem, die ersten 2 von dem, die ersten 2 von dem, weltweit endlos tief. Differenz von 2%, die dritten, vierten und fünften, von dem wieder dritten, vierten und fünften, dritten, vierten und fünften, dritten, vierten und fünften, 1% Differenz. Ab dem 9., den du sponsorst, bist du im Team 4. Das ist die maximale Level-Up-Provisionsauszahlung. Da gibt es 8% Bonus drauf. Die ersten 2, die deine Team 4 Partner sponsern, hast du eine Differenz, weil die haben auf ihren ersten 2, 5%. Du hast 8, also hast du eine Differenz von 3%. So, jetzt bekommst du 3% auf den ersten und zweiten, 2% auf den dritten, vierten und fünften, 1% auf den sechsten, siebten und achten und das wieder endlos tief, endlos tief, endlos tief. Das ist so wahnsinnig, wenn ihr das versteht. Aber jetzt geht es weiter, weil die denken ja weiter, weil du hast jetzt jemanden in deinem Team 4 und der sponsort jetzt auch schon wieder den 10., 11., 12., 15., 20., 25. So,
Wenn du jemanden persönlich gesponsert hast im Team 4 und der bringt seine neunte Person ins Geschäft und der wiederum startet im Team 4, bekommst du 1% Commission auf jedes Purchase, was danach gemacht wird. Ja, also jeden Umsatz jetzt Full Shares, also wenn da einer wieder 500er Punkt kauft, 1000er Punkt, lalalala, hörst du immer. So. Team 4 auf Team 4 auf Team 4. Noch eine Generation tiefer, Team 4 gibt es 0,5% und die dritte Generation nochmal 0,5%. Yes. Ja, man denkt jetzt immer, das ist nicht. Ja, ist nichts. Aber Leute, 3.500er Pool, ja, 1% sind $35. Ja, die irgendwo, da kriegt 0,5, $17,50. So, und die kriegst du plötzlich 100-fach. Und du sagst, wo kommt das her? Weil irgendwo in deinem Team wirklich was entsteht. So, und das hier ist ja das ganz verrückte Modell. Das ist ja Repurchase der Profit Shares. Das heißt, das sind die Teilanteile, die das System automatisch kauft. Wenn du dein System auf 50%, 80%, 100% stellst. Es macht ja Sinn, was wir tun. Ich mache es ja selber. Ihr seht das ja in meinem eigenen Backoffice. Ich habe auf 100% stehen, weil ich mir erst Anteile aufbaue, um den Zins- und Zinseszinseffekt mir nachher rauszuholen. Ich brauche das Geld heute nicht. Also empfehle ich jedem, lass das mal ein Jahr oder zwei erstmal auf 100% stehen. So, weil ich belege es ja jeden Abend im Grunde. Dann seht ihr ja, ich habe einen Anteil am Anfang gekauft. Jetzt habe ich 2,5 Anteile drin stehen. Jetzt habe ich ja durch diesen Zins- und Zinseszinseffekt normal würde ich für einen Anteil heute Ausschüttung bekommen. Heute kriege ich aber Ausschüttung für 2,5 Anteile, also 2,5 mal so viel. Also habe ich auch 2,5 mal so viel Repurchase, Reinvestment. Das heißt, das wird ja jetzt mehr und mehr und mehr. Das heißt, in Kürze bin ich bei 3,5 Anteilen, kriege ich das 3,5-fache, kaufe natürlich noch viel mehr. Das heißt, ich baue mir, je länger ich das laufen lasse, natürlich eine Eigendynamik in meinen Shares auf, dass ich irgendwann 10, 12, 15 Shares habe. So, wenn ich dann hingehe und gehe von mir aus auf 50% Auszahlung, dann hole ich mir, keine Ahnung, in 3, 4, 5 Jahren hole ich mir jeden Monat 5.000 daraus, wo ich vor, weiß ich nicht, 6 Jahren oder 6,5 Jahren mal einmalig 3.500 investiert habe. Das ist ein mittelfristiges Anlagesegment, aber wenn jetzt heute jemand anfängt, ich sage jetzt mal mit 58, so ein Ding sich aufzubauen mit einem 3.500er Pool, und lässt es mal 8 Jahre laufen, dann sage ich dir, in dem Moment, wenn der in Rente geht, dann hat der, da kann der leben wie ein Fürst von einem einmaligen Investment von 3,5. Ja, also das sind ja wahnwitzige Zahlen. So, willst du das Ganze natürlich multiplizieren, dann machst du das Ganze mit Repurchase. So, da ist das genau das Gleiche. Das heißt, deine ersten 2, die du selber persönlich ins Geschäft gemacht hast, kriegst du 10% auf alle Repurchase. Von den Leuten, die da drunter sind, hast du keine Repurchase. Deswegen belegt die Team 1 am besten mit eigenen Positionen. So, der dritte, vierte und fünfte, den du sponsorst, da gibt es 12% Bonus und auf deren erste 2 gibt es 2%, deren erste 2 und so weiter und so weiter. Dann Repurchase, 6., 7. und 8. All diese kleinen Summen, die wieder neu investiert werden, 15% Bonus auf deine Frontliner. Und ihr seht das ja bei mir. Ja, ich habe ja teilweise alle paar Tage habe ich rund $100, die mein System repurchased. So. Mein Sponsor, der kriegt aber 18%, weil ich bin in seinem Level 4. So, der kriegt 18%, der kriegt $18 alle paar Tage, weil mein System automatisch funktioniert. Das ist der Wahnsinn. So, alles, was da drunter läuft, auch. Ja, und mein Sponsor, der ist noch nie irgendwo gesehen worden. Das ist ein reiner Online-Marketer. Wenn du sagst, komm auf meine Veranstaltung, nee, ich muss mich um meine Frau kümmern, der kommt nie, der ist noch nie gesehen worden. Der hat mich gesponsert, weil ich kenne ihn online halt schon recht lange. Und er war der Erste, der mich damals kontaktet hat. Ich sage, okay, ich mache das. Wouter Vandenbrink liegt zwischen 140.000 und $150.000. Ja, und das Gros, was er verdient, ist aus unserer Organisation. Weil er Matching-Bonus hat, weil er diese ganzen Level-Up-Boni hat, über tausende von Shares, die natürlich jeden Tag laufen und Geld rausschmeißen. So, 140.000, das ist kein schlechtes Einkommen, würde ich mal sagen, für einen, der noch nie den Popo von seinem Rechner gehoben hat und auch noch nie auf einer Veranstaltung war und so weiter. Okay? So,
Dann gibt es diesen Generationsbonus auf die Partial-Shares. Das heißt, wenn dein Team 4 schon wieder ein Team 4 hat, kriegst du immer noch 2% auf das Repurchase. Generation 2 immer noch 1% und Generation 3 auch immer noch 1%. Das heißt, da weißt du schon gar nicht mehr, wo es herkommt. Jetzt geht aber noch weiter. So. Das heißt, dieses Ding hier, man fragt sich ja immer, wie komme ich an mittlerweile 720.000 Provisionsauszahlungen in einem Konto, in meinem obersten Account, innerhalb von 20 Monaten. So, das sind diese Dinge hier. So, bist du also Builder und hast einen Builder in deiner Front und darunter ist wieder ein Builder und darunter ist wieder ein Builder. Dann bekommst du 1% auf das Volumen von dieser Person plus 1% auf das Volumen von dieser Person, also der kompletten Organisation, ja, das ist, wie nennt sich das, das ist Infinity-Bonus, ja, und der wird immer nur geblockt von dem Nächsten, der in die Position kommt. Das kann ja jetzt sein, du hast jetzt einen Builder, dazwischen sind 100 Leute, die keine Position haben, dann kommt erst der nächste Builder. Alles Volumen von dem Builder und von dem, was da drunter ist, zählt sich zusammen bis zum nächsten Builder. Dann ist die nächste Generation groß. Okay? So, 1%, 1%, 0,5. Bist du pro Builder, genau das gleiche. Auf deinen Pro-Builder in der ersten Generation und sein gesamtes Restgruppenvolumen bis zum nächsten Pro-Builder 1%, 1%, 0,5. Master-Builder kriegst du noch 1%, 1% an Infinity-Modus. Das Ding ist, ihr könnt das gar nicht mehr nachvollziehen, das Wichtigste ist, das System funktioniert. Wenn ihr das System dann in der Praxis einmal live erlebt und seht, dann schlaft ihr. Ich mache jetzt gerade mal den Chat auf, frage euch, ist das so einigermaßen verständlich gewesen? Ich weiß, dass da noch Fragen sind, die euch der Sponsor beantwortet. Keine Frage. Ja? Aber vielen lieben Dank. Okay, also schwierig, Benny, Zürich, absolut. Es ist sehr komplex. Der Witz ist, ja, ich zeichne das auch, der Witz ist, ich bekomme Auszahlungen, die ich nicht verstanden habe am Anfang. Und dann irgendwann habe ich mich da eingefuchst und habe gesagt, ah, da kommt das her, das gibt doch. Martin, meine Downline tut es, das ist super. Könnte der Spiegel deiner selbst sein? Ich will dir nicht zu nahe treten. Also meine Geschichte ist immer, wenn deine Downline nichts tut, hol dir neue. Ja, das ist die Arbeit, die du machen musst. Du musst Frontline, bis die ersten anfangen zu arbeiten. Weil du musst säen, du kannst nicht einen da reinstecken und warten, dass was entsteht. Das geht nicht. Ja? Ihr kriegt die ganzen Aufzeichnungen. Von wo kommt das Geld für den binären Plan? Das sind Rabatte, die wir bei dem Einkauf der Maschinen erhalten. Wir bekommen bis über 50% Rabatt, wenn wir die Maschinen einkaufen. Und wir zahlen um die 47%, haben wir ausgeschüttet in den letzten beiden Monaten. Das ist also immer unterschiedlich. Und dann haben wir natürlich auch Anteile aus den Mining-Ergebnissen, wie ihr seht, weil Mining-Ergebnisse werden ausgeschüttet, es wird Repurchase durchgeführt. Daraus werden auch wieder Provisionen, nämlich in der Spitze 18% ausgeschüttet. Okay, ich mache jetzt mal, ich kann jetzt die ganzen Fragen natürlich logischerweise nicht. Danke, es steht alles im Backoffice, schwarz auf weiß, das habe ich gerade noch lesen können von meiner Masterbilderin Katharina. Das ist das Ding. So. Was ich immer gerne noch anführe ist, schau, du musst doch irgendwo wissen, wo du hin möchtest. Ich weiß, ihr kennt das also und deswegen, ich will auch gar nicht zu sehr drauf rumtrommeln. Ihr solltet nur entsprechend dessen, was ihr vorhabt in eurem Leben, in dieser Firma, im Network Marketing, mit eurem Nebenjob, egal was, brauchst du ein Ziel. Musst irgendwo, ich habe da oben so ein paar Zielcollagen an der Wand, wo verrückte Dinge draufstehen, die sich gerade alle wie so ein Puzzle zusammensetzen und wo sie ist, wow. Ja? Ich sag mal, hochzielen, tief treffen. Was kostet es mehr, sich auf ein großes Ziel zu konzentrieren, als auf ein kleines? So, du musst dich natürlich auf was konzentrieren, was du für dich erreichbar hältst. So, nur je höher das ist, worauf du dich fokussierst, da gibt es so ein bisschen Universum, was dir da mithilft und so weiter, desto größer wird das sein, was du erreichst. Das ist so mal so. Und was ist unser Ziel?
Wir werden als Firma definitiv die größte und erfolgreichste Vertriebsorganisation sein, die weltweit überhaupt existiert. Wir sind auf dem Weg, Amway vom Platz 1 zu schubsen, was Provisionsauszahlung angeht. Das wird innerhalb der nächsten 18 Monate definitiv passieren. Das sehen wir jetzt schon an dem, was aktuell hier auf dem Weg ist. Die Frage ist, wo siehst du dich innerhalb dieses gesamten Konstruktes? Jetzt habe ich aber auch gar nichts dagegen, wenn du sagst, hey, mein Ziel ist das, ich möchte eine 90 Quadratmeter Eigentumswohnung haben mit einem schönen Balkon und ich möchte ein Golf Cabrio fahren und dann bin ich happy. Ey Leute, das ist absolut super. Du hast ein Ziel, ihr könnt darauf hinarbeiten und wenn ihr plötzlich feststellt, ey, das Ziel, das habe ich schon in 6 Monaten erreicht, jetzt würde ich vielleicht doch mal ein freistehendes Häuschen oder eine Wohnung auf Mallorca oder ein Porsche Cabrio, was auch immer, du kannst dich ja auch weiterentwickeln. Das war bei mir nie so, dass ich direkt gesagt habe, ich brauche eine so und so eine Villa, ich brauche dieses Auto, das auch immer, dieses Geld. Ich habe mich Step by Step, habe ich mich nach oben gearbeitet, auch von meinem Denken her, dass ich mit größeren Dingen klargekommen bin, überhaupt keine Frage. Aber wenn du kein Ziel hast, egal wie klein oder wie groß das ist, kannst du gerade aufhören. Du musst wissen, wo du hin willst. Du musst klipp und klar sagen, ich möchte in 6 Monaten 10.000 Dollar im Monat auf der Abrechnung haben. Und dafür bin ich bereit, das zu tun. So. Wir haben als Ziel, die größte Vertriebsorganisation zu sein. Für mich habe ich ein Ziel, ich möchte die erfolgreichste Organisation im BitClub sein. Die sind wir noch nicht. Wir sind eine der schnellst wachsenden, aber wir sind noch nicht die erfolgreichste. Deswegen bleibt da noch ein bisschen was zu tun. Deswegen arbeiten wir daran, das Ganze zu perfektionieren, besser zu werden. Die Frage ist, was musst du tun, wenn du dieses Ziel hast, 10.000 in 6 Monaten im Monat zu verdienen? Was ist deine Aufgabe? Und deine Aufgabe ist Kontakten, Kontakten, Kontakten. Deine Aufgabe ist neue Leute. Nur weil du jetzt Bilder bist oder Pro-Bilder, heißt das noch lange nicht, dass du jetzt eine Manager-Position inne hast und dich jetzt nur noch um deine vorhandene Downline kümmerst. Das ist das große Problem, was die meisten Leute haben. Also bis auf ganz wenige in meiner Organisation kann ich sagen, dass die Leute fast alle zu wenig sponsern. Es gibt ganz wenige, die es richtig machen. Du kannst natürlich mit den Kontakten deiner Kontakte arbeiten. In einem binären System ist das möglich. Ja, indem du sagst, komm her. Ja, ich habe ein paar Führungskräfte, die es hervorragend machen. Katharina ist ein Beispiel, ist ja schon hier in Dubai, die einfach mit jedem der Organisationen Skype-Calls, mit dem Kontakt. Da bist du den ganzen Tag nur mit Skype-Calls, läuft wie die Seuche, weil die da ein System draus gemacht haben. Alles, was mit System funktioniert, und mit Hingabe gearbeitet wird, ist letztendlich irgendwann erforderlich. Es gibt unterschiedliche Systeme, wie man arbeiten kann. Deine Hauptaufgabe ist Kontakten. Sprich, du musst Leute für deine Organisation begeistern. Wir sind wieder dabei. Du musst Werbung treiben, du musst Marketing treiben, du musst Leute darüber informieren, dass du das hast, was du hast. Und die Profis unter uns, die tun das. Das sind die, die den ganzen Tag wie ein bunter Hund sich bekannt machen. Das kann unter Umständen mal jemandem auf den Kittel gehen. Aber ich kann euch eins sagen, es funktioniert. Ich kann euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe vor Jahrzehnten, habe ich mich in Düsseldorf auf der Kö im Café König, ich weiß nicht, wer das kennt, habe ich mich mal mit, da war ich relativ jung, selber noch im Network Marketing, habe ich mich mit einer anderen Führungskraft getroffen, Frank van Nunnen, ein Holländer. So, den habe ich mich getroffen, der kam an, der Typ, Anzug, sah gut aus, da hat er so eine Kladde gehabt und da war ein Berg von verknitterten Papiergedöns drin. Hat mir auf den Tisch geschmissen und hat gesagt, das ist die Abrechnung aus meiner Vergangenheit. So, dann habe ich mal so ein bisschen da durchgeguckt. Das war das Schlimmste, was ich je gesehen habe in Buchhaltung. Dann habe ich da durchgeguckt. Dann war der bei Herbalife, war der President Team gewesen. Und bei NSA war er, wie ist die oberste Position nochmal? Bei NSA war... Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall oberste Position in 2 verschiedenen Unternehmen. So, dann bin ich das durchgegangen, hat er jeweils über 100.000 Mark verdient in dem Unternehmen. Der Typ war ein Chaos. So, dann habe ich mit dem gesessen, etwa 2 Stunden im Café König. In der Zeit, wo ich im Café König mit dem gesessen habe, hat er ungelogen mindestens 100 Visitenkarten verteilt. Kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe gedacht, der hat einen am Sträußchen. Ich kann überhaupt nicht ins Gespräch mit ihm. Das ging mir so auf den Zwirn hinterher. Da habe ich gesagt, weißt du was, komm, können wir jetzt mal sein lassen. Der hat sich mitten strategisch da reingesetzt und jeder, der reinkam, egal wer es war, hat er angegrinst und gesagt, hallo,
Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Darf ich Ihnen mal mein Kärtchen geben? Wenn Sie irgendwann mal vorhaben, sich finanziell anders darzustellen oder sich beruflich zu verändern, sind Sie doch so lieb, rufen Sie mich einfach mal an. Schön, dass Sie da sind. Schönen Tag. Man ging die ganze Zeit durch. Ich habe gedacht, der hat einen am Sträußchen. Ich bin pinkeln gegangen mit denen. Der stand neben mir. Neben dem stand einer, hatte beide Hände voll. Ja, und sagt, hallo, schön, dass wir uns hier kennenlernen. Was ein Zufall. Nestelt seine Visitenkarte raus, legt die hin und sagt, hier, wenn du irgendwann mal vorhast, dich mal beruflich zu verändern oder dich finanziell richtig gesund darzustellen, ruf mich doch einfach mal vertrauensvoll an. Ich sage, das kann doch nicht sein. Ich sage, und dann machst du den ganzen Tag. Sag, ich habe keine Ahnung, sagt er, ich habe in meiner Karriere sicherlich schon um die 50.000 Visitenkarten verteilt. Ich sage, bringt das was? Hat er das so meine Abrechnung gesehen? Sagt er, wahrscheinlich sind 400 Visitenkarten, die ich verteile, werden wahrscheinlich alle nur in den Müll geschmissen. Aber eine einzige ist dann dabei. Und irgendwann mal kommt einer auf die Idee und sagt, jetzt gucke ich mir das mal an, was der Typ da anbietet. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr so bescheuert werden müsst wie Frank Vanoon damals. Aber der Typ, der hat einfach wie ein Irrer, hat der Werbung und Marketing gegeben. Es ist nicht meine Welt, ich kann das nicht, ich würde das nie machen. Aber so geht es ja heute im Social Media, es gibt ja ganz andere Möglichkeiten heute. Aber wenn du nicht kontaktest, wird nichts hängen bleiben. Das ist Spaghetti an die Wand schmeißen, was hängen bleibt, da hängt. Das ist wie das Säen auf einem Acker. Wenn du nicht säst, wird keine Saat hängen bleiben. Wenn du mit keinem drüber sprichst, wenn keiner weiß, dass du das genialste Business auf Gottes Erdboden betreibst, um Himmels Willen, wie soll denn bei dir einer einsteigen? Du musst es den Leuten doch sagen. Und deswegen, es geht darum, dass du lernst, für dich Marketing zu betreiben. Ich weiß nicht, wie du besser Marketing betreibst. Der eine macht das ganz ruhig. Der eine sagt, du, ich muss mal mit dir reden, wann kann ich mal auf einen Kaffee zu dir kommen? Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, weil es gibt, jeder von uns hat Leute in seinem Kontaktfeld, wenn du anrufst, sag, hey, ich bin gerade in der Gegend, hast einen Kaffee da, würde ich gerne mal reinspringen. Dann kannst du da hinkommen. So, dann kannst du hingehen und kannst sagen, ich möchte mit dir mal Videos zusammen machen. Das ist eine halbe Stunde, aber ich bin so begeistert, bitte sag mir deine Meinung, wie einfach ist das? Ich habe immer gewünscht, ich wäre eine Frau. Im Network Marketing eine Frau zu sein, ist total nett. Ich habe ein paar Damen kennengelernt, die das so perfekt umgesetzt haben, die ganzen Unternehmer und Industriellen und Leute mit Geld angequatscht haben, sind hingegangen und haben gesagt, so haben sie also jetzt nett gemacht, so auf kleines Dummchen gemacht und dann gesagt, so, Mensch, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe da einen kennengelernt, der macht damit irgendwie so ein Produkt rum, der verdient $100.000 im Monat und ich reizt das so sehr, ich kann schon nächtelang nicht mehr schlafen. Kannst du mir nicht mal sagen, was du davon hältst? Du bist doch viel cleverer als ich. Du bist doch schon der Geschäftsmann, du fährst doch schon den Porsche, du hast doch schon eine eigene Firma. Und ich sage dir, als die Leute dann gehört haben, ja, da gibt es einen, der verdient 500.000, der verdient 600.000. Ich meine, glaubt doch mal, wenn ihr zu einem Industriellen geht, der ganz andere Sorgen hat, als wir uns das vorstellen, der einen Betriebsrat hat, der, weiß ich nicht, mit Banken, mit allem Furz und Feuerstein seinen Ärger hat, wenn du dem sagst, dass da jemanden gibt, der von zu Hause aus eine 500.000 pro Monat verdient, dann kriegen die Ohren, die sind so groß wie Dumbo der Elefant. So, und deswegen, es ist einfach dann auch mal solche Leute einfach um Hilfe zu bitten und zu sagen, hey, du bist doch der Megaprofi, ich habe ja gar nicht so eine Ahnung, du bist doch schon erfolgreich. Ich würde echt mal gerne, dass du das mal anhörst. Was hältst du davon? Bitte sag mir doch mal deine Meinung. So, ich bin da, schon seit 3 Wochen gehe ich auf ein Webinar, der Typ, der belegt mir das, ich sehe das, ich habe das aufgezeichnet, guck mal hier, kann ich dir auf dem Handy zeigen, habe einen Screenshot von gemacht, der Typ, der hat 2000 Bitcoin verdient, im Gesamtwert von über 10 Millionen und der hockt nur am Rechner und redet mit Leuten, das ist der Hammer. Meinst du, sag mir mal deine Meinung, wie schwer ist denn das, du musst es doch einfach nur mal machen. Die Frage ist, welches Ziel hast du und warum? Du musst dein Warum finden. Warum fühlst du dich besser, wenn du in einer größeren Bude lebst? Warum fühlst du dich besser, wenn du ein dickeres Auto fährst? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es, Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung. Vielleicht hast du so ein paar Leute, denen du es wirklich mal beweisen möchtest und zeigen möchtest, guck mal hier, ich habe es gepackt, das ist ein gutes Gefühl. Ja, Leute, als ich zum Bitcoin gegangen bin, nach dem letzten Unternehmen, da war ich hatte gelesen, meine Frau liest das im Facebook, ich lese das nicht. Wo sich irgendwelche Dummschwätzer dann auch so Schreiberlinge von Network-Magazinen, die sich dann dazu auserkoren fühlen, sagen, ah, Wittke schon wieder gewechselt, mal gucken, was das jetzt wieder und dann das unglaubliche Reichtum durch Kryptowährungen entsteht, oder ob er dann vielleicht in 12 Monaten wieder wechselt, la 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 la. Ich habe mir gar nicht durchgelesen, meine Frau hat sich darüber geärgert, was sind das für Idioten? Ich sage, das interessiert mich gar nicht, lass doch mal machen, Erfolg ersetzt alle Argumente. Ich habe mal vor vielen Jahren
habe ich ein Buch geschrieben, so, habe ich mein Buch geschrieben, guck mal hier, da war ich noch ein junger, hübscher Kerl, guck mal hier, Erfolg ersetzt alle Argumente, jetzt kommen sie alle angedackelt, alle die, die keine Bitcoins gekauft haben, kommen jetzt alle angedackelt, sagen, ich Vollidiot, warum habe ich nicht gekauft, sage ich, ja du Vollidiot, warum hast du nicht gekauft, so, ich Vollidiot, warum bin ich damals nicht bei dir eingestiegen, ja, du Vollidiot, warum bist du damals nicht bei mir eingestiegen? Die kriegen nur, ich bestätige die doch heute nur noch. Weil natürlich ärgern die sich. Ich sage dir eins, in einem Jahr von heute würdest du wünschen, dass du heute angefangen hättest, wenn du es jetzt nicht tust. Also, finde dein Warum. Warum willst du? Was bringt dir das, wenn du in einem tollen Haus lebst? Was bringt dir das, wenn du finanziell unabhängig bist? Was bringt dir das, wenn du in Dubai lebst, in Mallorca lebst, auf den Philippinen lebst, in der Karibik, wo auch immer? Was bringt dir das? So, bist du froh da, wo du lebst? Magst du das, wo du lebst? Magst du das Auto, was du fährst? Magst du deinen Job, den du machst? All diese Geschichten, sprich mal darüber. Mach dir mal Gedanken drüber. Und dann kommst du auf den Trichter, dass es sich lohnt, hier mal einmal für 12, 18, 24 Monate Vollgas zu geben. Personen können nicht multipliziert werden. Du kannst nicht das so machen wie ich. Es gibt Leute, die machen es besser. Ja, nicht viele, aber es gibt sicher Leute, die es besser machen. Aber ich sage euch was. Es gibt ganz viele, die können das nicht, was ich kann, was eine Katharina kann, was ein Musti kann, was ein Eddie kann, was ein Angelo kann, was ein Dorte kann, was ein Helgo kann, was all diese Top-Führungskräfte, die hier schon richtig erfolgreich sind, was die können. Sadim, der hat Wissen, da lerne ich jetzt gerade von. Ja, es gibt so viele Leute draußen, die können viel mehr als ich. Aber ich sage euch was, ein System ist multiplizierbar. Und heute kann Lieschen Müller anfangen und arbeiten im Profi-Network. Weil sie hingehen kann und kann sagen, bitte sagen Sie mir mal Ihre Meinung. Bitte sagen Sie mir mal, wer ist ein Typ, der macht 500.000 im Monat. Im Monat, ich habe das gesehen, ich beobachte das jetzt seit 3 Wochen. Darf ich Ihnen die Videos mal geben und Sie sagen mir mal wirklich Ihre Meinung dazu. Weil wie einfach ist denn das? Macht es doch einfach. Das Ziel ist immer duplizieren, multiplizieren, potenzieren. Potenzieren heißt, du verlierst komplett den Überblick. Und das ist das, was bei mir passiert. Das ist das, was bei einigen Partnern in der Organisation passiert. Beim Hans in Österreich ist jetzt gerade im Flieger hier nach Dubai, wo gerade komplett den Überblick verliert und sagt, ich weiß nicht, wo der Umsatz mehr hinkommt. Ich gucke nur in den Account und der ist grün, der ist übercycled. Ich mache mehr Umsatz, als ich verdienen kann. Das ist verrückt. Work local, think global. Das heißt, arbeite da, wo du bist, aber denk global. Meine Geschichte ist immer, ich habe vor Jahrzehnten, habe ich für Cabochon, das war ein Designer Modenschmuck, habe ich eine deutsche Stewardess gesponsert, die hat eine japanische Stewardess gesponsert und innerhalb von 3 Monaten hatte ich, ich glaube, 4.000 oder 5.000 Japanerinnen in meiner Organisation und habe im Monat 20.000 Mark aus Japan verdient. Und ich war nie in Japan, aber ich habe sie geliebt. Einfach. Ja, weil ich immer gesagt habe, hey, ja, globales Business. Wir sind das total globale Business. Deswegen geh mal Italienisch essen und probier den Italiener zu kriegen. Geh mal Chinesisch essen und probier mal den Chinesen zu kriegen. Geh mal Französisch essen. Ja gut, wer es mag. Ihr versteht, was ich meine. Ja? So, Erfolg ersetzt alle Argumente. Das Thema, dann habe ich ja schon durch. Was ist also deine Aufgabe? Das kennt ihr. Interesse wecken, zeigen der Videos, Live-Webinare nutzen und werde täglich besser. Die meisten Menschen überschätzen, was sie kurzfristig erreichen. Die kommen hin und sagen, oh, den Probilder, den mache ich in 4 Wochen. Ja, und dann nichts Probilder. So, dann braucht der Probilder 3 Monate. Oh, das ist frustriert. Hey Leute, vergiss es. In 5 Jahren kräht kein Hahn mehr, wenn wir irgendwo 20.000 total verstrahlte Centurions in irgendeiner Halle haben, auf der Bühne, Contra K, wer auch immer, und die Post geht da ab. Du sitzt als Megamonster vorne in der ersten Reihe. Glaubst du, fragt dich einer, wie lange hast du zum Megamonster gebraucht? Nee. Die sehen, dass du Megamonster bist. Und kein Mensch fragt, wie oft hast du ins Gesicht gekriegt und wie oft hast du darüber nachgedacht, ich höre jetzt auf, bei mir steigt eh keiner ein und all diese Geschichten. Die Leute sehen das Ergebnis. Und glaub mir, Leute, es ist nicht so, dass die Leute nur, weil ein Witwe seit 30 Jahren im Network ist, muss ich anrufen, dann steigen die ein. Das ist nicht so. Ich arbeite genauso viele Tage, 15, 16, 18 Stunden. Die ersten 6 Monate hatte ich null Privatleben. Null. Weil ich nur gedreht habe.
Nur gedreht und gedreht und gedreht. Das Ergebnis kommt heute. Und wenn ich jetzt ausfallen würde für 6 Monate, schwöre ich euch, mein Geschäft wird größer. Das ist die Geschichte. Die Macht der Live-Webinare. Montag, den 23. Oktober, für die, die jetzt die Aufzeichnung sehen, ist ja schon vorbei. Nächste Woche findet nur morgen, also sorry, Frosch im Hals. Findet nur Montag statt. Bei Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Dienstag haben wir ein cooles Treffen mit all unseren Mastern und Monstern. In One and Only, geile Location, richtig cool. Dann Mittwoch haben wir das Mega-Event mit der Company. Da werden mal Luxusuhren für, ich glaube, 1,5 Millionen Dollar auf der Bühne vergeben. Dann Donnerstag, Freitag, Wüstensafari und Mega-Dinner für Monster und Mega-Monster und all solche Geschichten. Also volles Programm, wir halten euch auf dem Laufenden. Also in all unseren Chats und so weiter werdet ihr natürlich informiert über alles, was da passiert. Wer in der Lage ist, Menschen zu bewegen, liebe Freunde, wird mit dem Big Club ein Vermögen verdienen, wofür die Krupp-Dynastien und so weiter Generationen gebraucht haben. Weil wenn du es schaffst, dir hier mal 1000 Bitcoin an die Seite zu räumen, das Ding geht hoch auf 1 Million, dann bist du Milliardär. Ich glaube daran, dass der Bitcoin irgendwann bei 1 Million steht und ich glaube, dass es Partner in meiner Downline gibt, die zu dem Zeitpunkt 1000 Bitcoin mehr auf dem Konto haben werden. Das glaube ich. Ich glaube, dass in meiner Organisation Milliardäre entstehen werden. Und das ist das, wo ich ganz fest davon überzeugt bin. Das ist was, was ich immer propagiere. Du brauchst halt Träume. Du brauchst Träume und du musst dich damit identifizieren. Es war noch nie so einfach. Es ist einfach, aber nicht leicht. Keine Frage. Es war noch nie so einfach, in einem Business so schnell, so weit nach vorne zu kommen. Ich möchte an dieser Stelle mal den Chat aufmachen, weil ich weiß, dass hier so einige von meinen Top-Führungskräften hier auf der Leitung sind. Katharina, wir kennen uns seit wie vielen Jahren? Eddie, wir kennen uns seit so vielen Jahren. Ihr wisst das alles. Wie viel haben wir arbeiten müssen, um so erfolgreich zu sein? Und wie viele Leute, die noch nie im Network waren oder die noch nie im Network erfolgreich gewesen sind, was ist da schon gerade alles passiert? Ja, ich habe Leute, die 3.000, 4.000, 5.000 Dollar am Tag verdienen. Das habe ich noch niemals gehabt. Noch niemals. Chris Koch, guck dir mal an. Hauptjob gekündigt und guck dir mal an, was passiert. Ja? Klingt einfach zu schön, um wahr zu sein. Das ist die Geschichte. Such bitte nicht den Haken, Klein Rio. Definitiv nicht. Es gibt den nicht. Ja? 1000 Bitcoin ist ein ziemlich geiles Ziel, Freunde. Und finanziell überhaupt gar nicht mehr nachdenken zu müssen, das ist noch ein bisschen geil. Ich habe mir gerade ein schönes Auto zugelegt. Da gucke ich den ganzen Tag, wenn ich fahre, gucke ich nur einer Frau auf den Hintern. Das ist schon geil. Gibt nichts Geileres. Emily heißt die Dame. Also richtig cool. Also träume nicht dein Leben, lebe deine Träume. Es ist alles sehr, sehr cool, was hier passiert. Und Bill Gates hat es mal gesagt, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch einen Sensationstag. Mache jetzt die Aufzeichnung hier mal gerade aus.